herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich will euch heute von Schumi aus dem SCS-Forum den Volvo FH16 Classic vorstellen, den der SCS uns zur Verfügung gestellt hat. Aber Schumi hat da ein bisschen dran rumgeschraubt und rumgebastelt und hat ihn noch ein wenig verfeinert. Und den will ich mir heute mit euch mal anschauen. Das ist jetzt die Version 1.0. Der hat ein bisschen was gebastelt. Was genau müssen wir uns jetzt hier mal anschauen? Wir haben jetzt hier die Sleeper-Variante und da gibt es natürlich, müssen wir hier gleich mal gucken, ob wir hier irgendwas haben. Hier zum Beispiel Sonnenglas hier, ne? Oder Deckel zu. Kann man dann vom Interieur aus nämlich hier auch sehen. Hier nochmal so gleich mal zum Anfang, ne? Dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Vorne auch die Grill-Varianten kann man hier gut sehen. Den FH und dann hier den FH16 mit diesen Chromleisten. Und dann geht es auch schon zum FH13. Oder in dem Fall FH16. Und dann ist hier dann im Prinzip ganz das Gleiche. Ne? Genau, dann bleiben wir einfach mal beim... Ja, ist eigentlich wurscht. Wir können alles mal ein bisschen durchschauen. Die Varianten, wir haben hier die Fahrwerke, also 4x2 mit dem normalen Tank hier. Und dann hier noch mit dem Doppeltank für die Schweren unter uns. Hier Schwerlast natürlich. 8x4. Eigentlich alles mit dabei, was man so benötigt. Und der kommt auch gut rüber, finde ich. Also ist echt gut gemacht. Also mir gefällt das schon mal. Dann klar, Motorisierung haben wir von bis, logisch, alles mit dabei. Genauso wie bei den Getriebearten. Interieur hat er auch reingeschrieben, hat er neue Texturen mit verbastelt. Auch das Dashboard ist hier neu gemacht worden. Das finde ich auch ganz hübsch. Und ja, da schauen wir jetzt einfach mal. Also Standard. Automatik, ne? Hier kann man es gut erkennen. Oder dann hier die Exklusivvariante mit Knüppel. Hier nochmal so zum Vergleich. Gibt es dann aber auch als Automatik. Und hier unten verschwindet dann auch das Pedal hier unten. Ne? Da. Genau. Was haben wir hier noch? Das restliche ist dann alles UK-Version. Genau. So, ich würde mal sagen, wir lassen auch mal diese Variante, die Automatik-Variante. Ja, von den Skinset bleibt alles original SCS, da brauche ich gar nichts dazu erzählen oder erwähnen, das bleibt alles gleich. Kommen wir jetzt nur mal zu unseren Anbaupunkten. Spoiler, klar, ist mit dabei. Das habe ich gar nicht gesehen, ob der Spoiler bei den Kleinen auch mit dabei ist. Muss ich gleich nochmal schauen? Nee, ist keiner dabei. Gut, das muss ich ja nochmal gleich geklärt haben hier. Ne? Also Spoiler, klar, ist mit dabei. Wir haben hier unsere Positionsleuchten, das finde ich ganz cool. Gibt es in Weiß, Orange, in Weiß in doppelter Variante und das finde ich ganz cool. Das sieht echt cool aus. Ne? Das gefällt mir schon mal ganz, ganz gut. Klar, ich will Sonnenglas haben und das sind hier unsere Standard Rundumleuchten. Auch mit dem DLC dabei. Finde ich auch ganz hübsch. So, Chromstreifen hier oben nochmal drin oder lackiert. Lass ich jetzt mal Chrom drin, ich bin mal nicht so lackiert, das ist alles Standard hier, da brauche ich nichts zu zählen. Spiegel auch, diese Spiegel auch, Kunststoff, Lack. Ah, da gibt es auch nochmal diesen Chromstreifen drin. Ah, okay. Die Fahnen, das ist auch original SCS, da brauche ich nichts reinschauen hier, das lass mal alles so. Hier haben wir schon mal Slots mit verbaut, finde ich ganz cool. Und natürlich original lackiert, wenn gewünscht. Finde ich schon mal ganz cool. Das heißt, wir können hier schon mal ein paar Lampen reinbauen. Es gibt ja den Mod Science on your Truck, also mit den Symbolen, mit den L und den Gefahrgut und alle möglichen Klassen, die ihr kennt, ist kompatibel. Ich habe den Originallink unten in der Beschreibung vom SCS Forum, also von dem Beitrag hier vom LKW. Und da ist auch der Link dazu, da könnt ihr euch das dementsprechend dann runterladen, wenn ihr wollt. Dann könnt ihr hier natürlich noch die ganzen Zeichen mit anbauen. Das ist alles original SDS, brauche ich nichts erklären. Lackiert, da unten haben wir auch nochmal Plaste hier, Kunststoff plus lackiert. Ach ja, okay, so. Okay, gut, lassen wir das mal. Das ist auch alles original SDS. Und wir haben hier Mudflaps, also Schmutzfänger. So, sieht ganz cool aus. Hier an der Seite auch Kunststoff oder lackiert. Da haben wir noch ein paar Badges mit dazu. Badges. Dann haben wir hier noch die Türgriffe.
Ich gehe mal davon aus, dass in der nächsten Version bestimmt hier auch unsere Scheibenaufkleber wieder mit dabei sind. Die macht er nämlich gerne. Unsere Trailercover ist einmal Farbe bunt und in Schwarz. Vollschutz gibt es hier natürlich auch. Und dann hier die ganzen Anbauteile von STS, die ich aber gerne mal weglasse. Verkleidung hinten oder weglassen. Oh, sieht schon mal ganz hübsch aus. Gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Im Interieur, klar, haben wir dann hier noch Navi und oh, das Lenkrad ist auch Standard. Jetzt bräuchte ich hier vielleicht noch einen Tisch. Tasse. Das funktioniert auch alles. Das ist auch alles original. Original. So. Das ist dann alles hier original. Aber sieht auf alle Fälle ganz cool aus. Hier auch nochmal, was ich vorher schon gezeigt habe. Ne? Aber sieht doch schon mal cool aus. Ansonsten habt ihr hier natürlich bei den, hier auch mal bei der großen Variante. Schauen wir uns hier nochmal kurz das an. Schauen wir mal, hier mal natürlich die ganze Standardbügel, klar, aber die lasse ich jetzt mal weg hier. Sonnenglas, habt ihr ja vorher schon gesehen, Rundumleuchten. Dann die Positionsleuchten. Das ist hier natürlich alles das selbe, das gleiche. Das ist auch alles gleich, aber nur, dass wir nochmal drüber geguckt haben. Nicht, dass wir was vergessen. Das bleibt auch alles gleich. Also das ist ja dann wirklich alles dasselbe. Und natürlich Spoiler dazu bei der XL-Variante. Beim Sleeper haben wir das nicht. Da haben wir keinen Spoiler. Aber dafür natürlich unsere Standardlampenbügel oder halt. Aber hier haben wir keine Positionsleuchten. Weil wenn ich jetzt hier mal das wegmache, jetzt muss ich fast mal schauen. Ich mache jetzt mal die Sonnenblende weg. Haben wir nämlich hier zwar den Chromstreifen, aber keine Positionsleuchten. Die habt ihr dann hier nicht am LKW, ne? Dass ihr da gleich schon mal Bescheid wisst. Und Spoiler gibt es dann hier auch keinen. Kommen wir gleich mal zum Dashboard. Das hier neu ist, das hat er praktisch hier mit eingefügt. Ansonsten ist ja das hier alles Original SCS. Aber er hat viele neue AU-Texturen mit verbaut und Tuning-Sachen und. Aber da komme ich zum Fazit nochmal dazu. Einfach mal auf sich wirken lassen, sage ich immer so schön. Lichttest, Standlicht und dann Ablendlicht, Fernlicht. Ist doch voll ganz cool, also auch mit den neuen Positionsleuchten oben am Dach. Cool. Macht zwar wieder Spaß, Volvo zu fahren, ne? Vor allen Dingen auch die alten Varianten hier. Cool. Ja, auch nochmal, wenn man hier, packt mal, hier ist nochmal der Hebel für die Automatik, wenn ich jetzt rückwärts fahre, wie sich der bewegt, ne? Finde ich ganz cool. Coole Sache. Dass sich das ja auch alles animiert mitbewegt. So, dann kommen wir zum Fazit zum Volvo FH und FH16 aus dem Jahr 2009 in der Überarbeitung von Schumi aus dem SCS-Forum. Ich freue mich echt wie ein Schnitzel darüber, damit Schumi den endlich überarbeitet hat, beziehungsweise hat er schon vor ein paar Wochen angekündigt und heute ist jetzt Release-Termin. Finde ich ganz cool, weil mir gefällt der Volvo eigentlich ganz gut und mit dieser Überarbeitung kommt er nochmal einen Ticken besser rüber.
Was haben wir alles? Wir haben natürlich die FH13, FH16 Varianten mit Chrom- und Motorisierungen, alles mit dabei. Wir haben neue Tuning-Varianten, das haben wir vorne im Grill, habt ihr die Positionsleuchten, könnt ihr aussuchen, genauso wie oben am Dach habt ihr auch diese weißen oder orangen Positionsleuchten. Hier kann ich es nochmal zeigen, da sieht man sie. Die leuchten auch schön, habt ihr im Nachtsichttest gesehen. Zumal oben natürlich hier die Dachluke könnt ihr haben oder lasst ihr weg, könnt ihr euch aussuchen, finde ich auch ganz schick. Neues Dashboard. Hier die Variante mit Automatik und selber schalten hier, wie das animiert ist. Sieht auch alles sehr hübsch aus und funktioniert auch alles ganz gut. Wir haben Badges an der Seite, also hier, wo Euro 5 da steht. Die hat er noch mit reingepackt. Ihr könnt natürlich den Volvo auch ohne Spoiler fahren, wenn gewünscht. Außer bei der Sleeper-Variante, da gibt es das halt nicht. Ist aber nicht so schlimm. Ja, ansonsten. Chassis-Varianten 4x2, auch mit der größeren Tankvariante. Für die unter uns, die weit fahren wollen, ganz weit, die müssen da nicht so oft tanken. Einmal voll tanken die Bude und lassen rollen. Finde ich auch ganz schön. Und ja, mehr habe ich jetzt nicht mehr hier. Also für die erste Version ist er echt gut. Und mir gefällt er wirklich. Mir gefällt er wirklich gut. Also mir gefällt er. Also mir gefällt er nochmal. Also ich kann es nochmal sagen, mir gefällt er. Und ich persönlich lasse natürlich einen Daumen da. Ich hoffe, ihr lasst auch einen Daumen da für den Mod von Schumi. Falls ihr Fragen dazu habt, dürft ihr das gerne machen. Einfach hier kommentieren oder im SCS-Forum nachhaken, wenn es noch Fragen gibt. Oder natürlich auch Fehler entdecken. Ich habe jetzt keinen gefunden. Ansonsten wie immer Daumen da lassen, Kanal abonnieren, freue ich mich drüber. Und dann seid auch immer am Laufenden, wenn es was Neues gibt. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Volvo. In diesem Sinne, wie immer, kommt gut rum, allzu gute Fahrt, macht's gut, bis bald und ciao.